So, ich habe einen wundervollen Zwischenbreak gemacht, um zu gucken, ob das mit dem Sound immer noch funktioniert. Und es funktioniert! Ein Traum wird wahr, ein hart erkämpfter Sieg. Teilereparatur muss noch eben abgeschlossen werden. Fahrzeugreparatur abgeschlossen. So, im nächsten Rennen wird wieder Beschleunigung, Höchstgeschwindigkeit, aber ich glaube, beim Motor haben wir vorher einiges schon gut gemacht. Also ruhig aufs Getriebe gehen. Und nachher auf den anderen Frontflügel. Ich glaube, den hier können wir dann schon mal ausmustern. Und sonst so, was hat auch gewackelt? Die Aufhängung. Haha. Ja. Das ist einfach ein Traum. So, da ist der neue Frontflügel. Allgemein ist unser Fahrzeug gar nicht mal so schlecht. Auch lieber die Aufhängung. Sonst wackelt die uns da auch kaputt. Oh, können wir sogar noch eine bessere bauen. Mal eben kurz im Hauptquartier gucken. Ne, Aufhängung wird bei gut bleiben. Frontflügel auch nur bei gut. Wo wir noch ein bisschen was rausholen könnten, wäre bei Getriebe. Aber schauen wir mal, was die nächsten Rennen ist. Da ist nochmal Beschleunigung. Kurvenhohes Tempo. Verzögerung, viele Sachen. Dann muss ich erst die Bremsen verbessern. Vor allem sind die günstig. Und schnell entwickelt. So, die werden wir aber noch nicht einsetzen, weil die Zuverlässigkeit zu schlecht ist dafür. Wir sammeln erstmal Bremsenbauerfahrung. Um bessere Bremsenbauer zu werden. Oder möchte ich doch die andere Bremse einsetzen? Ach komm, wir sind mal total crazy. Noch 5 Tage Zeit, 7%, 3,5%. Okay. Übrigens sind beide Rennmechaniker von mir einfach scheiße in ihrem Job. So, 66 und 54%. Ja, der Heckflügel wird auch ein bisschen wackeln. Aber wir sind mit dem Teil jetzt mehr im Durchschnitt. Und versuchen wir doch unser Glück nochmal als Zweiter oder besser. Und da kann ich sagen, im Safe Game vorher habe ich das nicht geschafft. Wir sind hier nicht Zweiter oder besser geworden. So, wir werden im Rennen Starkregen haben, also ist es egal, welche Reifen wir verbessern, weil wir vorher bei den Qualifying-Geschichten oder beim Training haben wir nämlich keinen Regen in Peking. Eigentlich hast du in Peking nur durch Smog. Durchgehend Smog.
Das wäre die richtige Antwort gewesen. So, Feedback. Ich benutze übrigens den Paydriver nicht mehr, weil der ist eh unglücklich. Der wird uns verlassen. Und die 240.000, die ich dafür kriegen würde, darauf ist einmal geschissen. Danke für eure Informationen als Fahrer. Ich dachte, wenn ich die jetzt als ganz spät reinhole. Mein Gott, Fahrverhalten schon ausgezeichnet. Prozent. Okay, ich tippe mal drauf, es ist eine Strecke mit vielen Kurven. Also erhöhe ich den Abtrieb ein bisschen. Da 92% sind, denke ich mal, sehr viel müssen wir da auch nicht mehr bewegen. So, hier ist der Abtrieb schlecht, da müssen wir ein bisschen mehr geben. Testen wir mal das. Und raus mit euch beiden. Vielleicht fahre ich diesmal sogar besser als in meinem ersten Durchlauf von diesem Rennen. Der verloren gegangen ist. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. So, dass sich um 3% verbessert. 2%. Dann kannst du schon mal den Qualifying-Trim jetzt durchfahren für 3 Runden. Bei dir ist der Abtrieb immer noch nur gut. Beziehungsweise vorher war der... Achso, der war vorher schlecht. Ja, dann sollte das aber ausreichen. Dann passen wir es hier nochmal ein bisschen an durch den Reifendruck. Und dann kannst du auch schon deine 3 Runden Qualifying Trim machen. Schauen wir mal, was ihr zeitlich packen könnt auf der Strecke. Drei, zwei, eins. Gas geben. Und jetzt fährt er gerade über die Linie. Auch Gas geben. 200stel langsamer. Dreihundertstel schneller. 700stel schneller, sogar mit bis ins Ziel geschleppt. Und Balcazar ist sogar fast eine Sekunde schneller. Okay. Also ich kann schon mal sagen, von den Zeiten, die jetzt gefahren sind, ist es besser als beim letzten Mal. Ein 20, 3. Mal gucken, was die nachher im Qualifying fahren. Beim Qualifying fährt die KI meistens besser als im Training.
Kaffee wird einfach zu schnell kalt. Ich weiß, es gibt solche auf... mein Gott, was für ein Thema. Es gibt so... Es gibt ein USB... eine USB-Wärmerplatte oder irgendwie sowas, womit man den Kaffee warm halten kann. Ist bestimmt absoluter Blödsinn. Aber, irgendwie... Weiß nicht. Ich sollte mir lieber wieder anfangen, morgens die Teekanne zu machen und dann die Beute rein und sobald 10 Minuten rum sind, die Beute wieder raus aus der Kanne, dann zumachen und dann hält der Tee ja stundenlang da drin. Temperaturtechnisch. Und dann schlürfe ich wieder Tee den ganzen Tag. Ich bin aber echt überrascht, wie fit ich mich eigentlich fühle, dafür, dass ich die Nacht wach war. Also man merkt schon eine gewisse Grundmüdigkeit. Aber nicht so schlimm, dass ich sagen würde, boah, jetzt fallen mir die Augen gleich zu. Gleich erstmal beim Inhalator hängen mit dem Kopf. Noch 3 Minuten Renntrim Stufe 2 wird dann wohl kein Problem mehr sein. Ach, kaum rede ich über Müdigkeit, fühle ich mich müder. Schnell ein bisschen Energy. Man sagte sogar, dass eine Nacht durchmachen manchmal gegen Depressionen helfen soll. Aber nicht immer. Lustigerweise kann das die Situation auch verschlimmern. Das habe ich natürlich jetzt nicht gesagt im Livestream, weil ich darf ja nicht als Therapeut auftreten ohne eine Zertifizierung in Deutschland. Da muss das alles immer Lebensberatung sein, um auf der sicheren Seite zu sein. Das ist auch die Sache bei Domian immer gewesen. Wer es kennt, Domian hat ja aufgehört jetzt, hatte seine letzte Sendung letztes Jahr, also Ende letzten Jahres, ich glaube am 22., 24., 27., irgendwie sowas. Und hat halt 1000 Anrufe immer, also das war so eine Sorgentelefon. Und der hat sich halt die Sachen angehört, hat dazu was gesagt, bisschen mit den Leuten geredet, aber man hat halt gemerkt, er hat nicht beraten, großartig. Und danach wurde das halt dann weitervermittelt an die Therapeutin, die im Hintergrund arbeitet. Weil er selbst war ja kein Therapeut. Da ist Deutschland so ein bisschen schwierig. Was auch okay ist. Es sollte ja nicht jeder in der Psyche eines Menschen rumwühlen dürfen. Nur weil er gerade da ist. Und nur weil er denkt, er weiß es besser. Weil dann haben wir, glaube ich, sehr viele Probleme in Deutschland, wenn sowas möglich wäre. Obwohl ich auch mal gehört habe, dass dieses ganze Ärztekammer-Gedöns auch irgendwie so scheiße ist. Vor allem, weil diese Lizenzierung anscheinend auch sehr viel Geld kostet und dann manche, also viele Leute einfach als Heilpraktiker arbeiten und nicht als Kassenarzt, weil, jetzt nicht, weil sie einfach scheiße sind, sondern weil die halt einfach nicht, ich glaube 20.000 Euro oder so kostet das, ausgeben wollen, um diese Zertifizierung zu haben, um als Kassenarzt aufzutreten. Kannst halt sehr qualifiziert sein in irgendwas und trotzdem sagen, ja, Kasse ist nicht. Bei mir, ich mache Wunderheilung mit Mikrowellen. Nur bei Privatpatienten. Toll. Jetzt habe ich durchs Reden mich zu sehr abgelenkt. Und habe bei Baikalsar wirklich die Qualifier-Runde verkackt. Beziehungsweise noch nicht verkackt, aber die Reifen waren definitiv zu heiß.
1,19. Ja, ist die beste Runde. Da sind die nämlich jetzt wirklich wieder besser, also schneller am Fahren als vorher. Im Training. Muss ich die nochmal rausschicken. Und hoffen, dass wir vielleicht doch noch ein bisschen mehr rausholen können. Bei ihm ist es eh egal. Das ist schon mal besser. So, beim anderen ist es großartig. Wie sieht das eigentlich aus? Hast du freie Bahn? Ja, du hast komplett freie Bahn. Das könnte für eine echt gute Rundenzeit sein. Aber wenn ich hier schon sehe, dass er 200. wieder verliert. Vor allem, wir müssen wirklich auf 5000. rankommen. Oh, er ist zwar schneller gewesen, aber nicht schnell genug. Ja. Ich glaube, ich wurde sogar noch mal eine Position gedrückt. Nee. Doch. Tja, schade. 4 und 10. Das hätte besser aussehen können. Bitte nicht schneller, sondern den Leistungsvorteil nehmen. Vor allem, es sieht ja doch nach gutem Wetter aus. Jedenfalls am Anfang des Rennens. Dann starten wir erstmal wieder neutral. Obwohl Regen angekündigt war. So, Balcazar hält seine Position. Beziehungsweise ist einen vorgerutscht. Zielvorgabe erreicht, Zielvorgabe nicht erreicht. Alles ganz entspannt erstmal. Ja, da sehen wir nämlich, dass der erste Bereich am Anfang unserem Wagen oder unserem Fahrer auch besser liegt. Und alles, was danach kommt, sind wir nämlich langsamer. Oh mein Gott, fährt der 1,27 gerade. Ah! Ich habe auch den Sprit nicht angepasst. Ich habe definitiv zu viel Sprit drin. Das geht wieder auf den Motor und auf die Teile. So, wir kommen näher ran. Er holt nämlich auf. In den Sektoren. Meine Reifen kühlen aus. Hm.
Also angeblich holt er immer auf. Trotzdem entferne ich mich immer weiter von der zweiten Position. Obwohl er mir sagt hier, ja, 1000stel langsamer mal. Jetzt wieder. Okay, das war jetzt wirklich ein kleiner Sprung. Wetter bleibt weiterhin konstant. Ja, wie es meinen Teilen trotzdem immer noch gut geht. Dabei fahre ich jetzt schon ziemlich lange mit hohem Verbrauch. Da können wir locker noch eine Runde dranhängen. Oh, oh, oh. Da können wir sogar noch mehr dranhängen. Wir müssen mal konservativ fahren. Ein bisschen zurückgezogen. Beziehungsweise wir werden nämlich nachher Regen haben. Wie weit seid ihr auseinander? 6 Sekunden. Das ist scheiße. So, du gehst rein und ziehst Intermediate auf, weil da kommt der Regen. Da kommt der Regen. 11 Runden. Ja, du musst noch eine ganze Runde fahren da mit dem Reifen. Steh mal aus. Besser ist es. Nein, du willst den gerade nicht wechseln, den Reifen. Da kommt nicht das Wasser auf die Fahrbahn und ein paar andere müssen auch noch in die Box. Und dann kannst du nämlich schön aufholen. Genau so. Und das sogar noch ein bisschen zu viel Treibstoff. Da können wir sogar noch ein bisschen Stoff geben. Und Navarro muss auch noch in die Box rein. Wo steht der überhaupt gerade? Ach du Scheiße. Da hat der 17 Sekunden Vorsprung im Moment vor uns. Ist auch nicht vom Balcazar hatten die Reifen. Also, dass er sich verbremst hat. Nee, eigentlich nicht. Hat er echt so viel Prozent verloren?
ein wenig erschreckend. Was sagen die Zustandswerte? 40% bei 6 verbleibenden Runden. Ja, das wird schon werden. Obwohl, er muss ein bisschen zurückschalten. Und fahr du auch mal ein bisschen konservativer. Nur mir leider ein bisschen Sorgen, dass die Reifen nachgeben. Boah, ich dachte jetzt schon, ich wäre hier auf letzter Position, aber da war die Maus, der Mauszeiger drüber. Ja, ihr sollt auf Regenreifen wechseln. Tolle Idee, für die eine Runde, wo es nass ist auf der Strecke, beziehungsweise mehr nass. Ja, versucht euch am besten jetzt gegenseitig zu überholen. Und sterbt dann. Beziehungsweise rammt euch gegenseitig kaputt. Ey, du hast Fahne, du sollst mich vorbeilassen. Ach, der hat Probleme. Oh, der dampft aber ganz schön. Nur, dass wir noch im keinen roten Bereich drin sind. Prozent, noch zwei Runden. Das könnte ein bisschen schwierig sein. So, jetzt kriegen wir auch ein Problem mit unserem Getriebe. Das ist noch nicht so kritisch wie bei anderen hier. Vor allem geil, dass der 12. mich überholt. Der Wagen fährt sich schlecht, irgendwas ist hier kaputt. Komm, jetzt zieht er es einfach noch bis zum Ende durch. Letzte Runde. Siebzehn Sekunden Abstand. Vor allem Kanjiro oder Gordichuk, die sind doch am Ende mit ihren Reifen. Und in die Zielgerade. Bam. Zeit für Champagner. Bam! Zweiter Platz auch für uns. Scheiße, das lief sehr gut. Auch wieder besser als gedacht. Ich werde dann auch noch meinem Vorstand... Mein Gott! Alle Fahrzeuge brennen einfach, wenn sie in die Box zurückkommen. Vor allem, ich habe ja mit meiner Fabrik und so weiter, wir haben ja eins der schlechtesten Hauptquartiere. Und trotzdem kriegt die KI nicht hin, mit ihren besseren Hauptquartieren ihre Fahrzeuge so weit in Schuss zu bekommen vor der Saison, um vernünftige Rennen zu fahren. Kann ja nicht sein. Da müssen die echt noch nachbessern.
So, die Moral geht hier immer weiter runter. Das hat damit zu tun, ich habe dir mal den Posten als Hauptfahrer versprochen. Angeblich. Ich glaube, von Anfang an. Hab's aber einfach verkackt. Weil es ist ja nie dazu gekommen. Wir haben uns ja vom Franzosen getrennt letztendlich. Und haben sie niemals zu einem Hauptfahrer befördert, weil jetzt fahre ich lieber mit den beiden guten Fahrern hier, anstatt da ich jetzt sage, okay, wir nehmen einen Paydriver rein, um 500.000 dazu zu verdienen. Und beziehungsweise 480.000 wären es bei ihr. Muss ja auch nicht sein. So, Fahrzeugreparaturen sind durch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Motorsport Manager.